Ich bin der Ju, wie man vielleicht merkt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, zum Friseur zu gehen. Schaffe ich wahrscheinlich erst wieder im Mai. Ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens, mir ist ein kleines Missgeschick geschehen. Denn mir ist gerade meine Fusselrolle umgefallen. Nee, das meine ich nicht. Und zwar, wenn ihr auf meinen Kanal geht, seht ihr als meinen Namen momentan, also der da so steht, nicht The Juju, sondern Ju aka TJJ. Ich wollte bei Google Plus was ausprobieren, hab da so provisorisch diesen Namen eingegeben. Dann wollte ich das wieder ändern. Und dann hat er mir plötzlich bei The Juju, bei meinem Originalnamen, gesagt, dass ich zu viel Zeichen wiederhole. Nachdem ich 5,5 Jahre lang diesen Namen hatte. Das hat mich vielleicht angepisst. Dann hatte ich eine andere Idee, wie ich das wieder so hinkriege wie vorher. Hätte ich auch hinbekommen. Aber dann wurde mir gesagt, ja, du hast gerade erst deinen Namen geändert, bitte warte 3 Monate. So, aber darum soll es jetzt in dem Video nicht gehen. Wenn schon wieder eine Minute Zeit gekostet hat. Ihr wisst ja vielleicht momentan, ja sorry, dass ich hier so rumlaufe, aber ich brauche das. Ich meine jetzt mal Lichter. Ist vielleicht für euch besser. Ihr wisst ja vielleicht momentan, dass bei mir auf dem 15-Uhr-Slot aktuell immer Final Fantasy läuft. Dass ich da komplett die Final Fantasy-Reihe vom ersten bis letzten Teil inklusive einiger Ableger Let's Play. Heißt, ein Let's Play, ein Final Fantasy Let's Play, 15 Uhr jeden Tag. Nächstes Final Fantasy... So, das ist ja einer von meinen 4 Projektslots. Und ich habe mir jetzt so gedacht, denn jetzt habe... Also ich habe in letzter Zeit sehr viel Final Fantasy Let's Played und ich bin ja jetzt gerade bei FF13.2 auf der Xbox 360 und mir vergeht gerade so ein bisschen die Lust irgendwie... Irgendwie ist es schwierig, so viel Final Fantasy hintereinander zu let's playen. Immer direkt Final Fantasy, das ist irgendwie mir persönlich ein bisschen zu anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, gut, du designst den 15-Uhr-Slot ein kleines bisschen um. Das bedeutet, es wird jetzt wie folgt sein. Dafür setze ich mich mal hin, damit das Ganze ein bisschen ruhiger wird und ihr das besser versteht. Und ihr besser zuhören könnt. Also hallo. Ihr wisst ja, momentan ist es wie gesagt auf dem 15-Uhr-Slot so, Final Fantasy. Ich habe mir jetzt allerdings gedacht, ich packe jetzt eine Reihe noch dazu. Das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr so FF, sondern FF, andere Reihe, FF, andere Reihe, FF, andere Reihe. Dass sich die beiden abwechseln. Dann dauert es zwar noch ein paar Jahre mehr, die ganzen FFs zu Let's Playen, okay. Aber ich habe ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist mir wichtig, ich brauche ein bisschen Abwechslung, sonst wird es mir langweilig. Und ich will nicht, dass ich irgendwann bei meinem Lieblings-Final Fantasy angekommen bin und dann keinen Bock habe. Und mir langweilig dabei ist, das möchte ich auf keinen Fall. Und diese Reihe... ist eine etwas kürzere Reihe, also nicht von der Anzahl der Spiele her, also doch das auch, aber... Ich meine, die Spiele sind kürzer als die Final Fantasy Spiele. Das bedeutet, dass immer nur eher kürzere Pausen zwischen den Final Fantasies sind, aber trotzdem lange genug. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es erkennt, es handelt sich um diese Reihe. Hat man wahrscheinlich nicht gesehen. Soll man doch nicht, weil ich gerade gemerkt habe, dass da mein zeitlicher Ablaufplan schon komplett draufsteht. Aber es handelt sich um die Assassin's Creed Reihe. Das heißt... Nach FF13.2 startet erstmal nicht Final Fantasy Type 0 HD, sondern Assassin's Creed 1. Dann kommt Final Fantasy Type 0. Dann kommt Assassin's Creed Brotherhood. So. Brotherhood? Wo ist Teil 2? Ich habe Teil 2 mal vor langer Zeit Let's Played, noch mit ultra schlechter Qualität. Also sowohl die Videos waren nicht so mega Qualität, als auch das Mikrofon, das war schrecklich, wirklich, das war schrecklich und rauschend. Aber mir hat, also ich weiß, Teil 2 wird als mit der beste Teil angesehen, aber mir hat er nicht gefallen. Brotherhood, weiß ich, den habe ich schon gespielt, der ist super, den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Aber Assassin's Creed 2 hat mir nur so mäßig gefallen, also ich fand es cool, aber es
kam nicht ansatzweise an Brotherhood ran, meiner Meinung nach. Ja. Und dann kommen noch so die ganzen anderen Teile, Revelations 3, Liberation, Unity, Syndicate, Rogue, Freedom Cry. Und die Chronicles-Dinger, also China, India und Russia. Die kommen definitiv, die alle, die ich jetzt aufgezählt habe, in dieser Reihenfolge nicht ganz. Und das abwechselnd mit den Final Fantasy Let's Plays für Abwechslung. 15 Uhr täglich. Danke.